Ihre Ausführungen, sondern auch wenn Sie nicht viel mit der Realität zu tun haben. Sie haben jetzt gesagt, Deutschland würde in Bezug auf Kernkraft nicht alten Welten hinterherlaufen. Ja, also so eine veraltete Technologie, niemand macht das mehr. Herr Dr. Pink, weil das ja im Jahr 2022 es werden 92 neue Kernkraftwerksblöcke gebaut. Allerdings nicht in der alten Welt, nicht unbedingt im alten Deutschland, dafür aber zum Beispiel in China, in den USA, in Bulgarien, in Finnland, in Russland, in Indien etc. Aber Sie wollen ja nicht der alten Welt hinterherlaufen. Herr Pinkwart, wir sind mittlerweile zum Geisterfahrer weltweit geworden. Und das Nächste, was Sie gesagt haben, Herr Pinkwart, das ist da zweifle ich offen an Ihre Kompetenz, wenn Sie sagen, die Reichweite von Uran eben angesprochen haben. Allein die Uranvorräte reichen nach jetzigen Schürfungsmethoden schon für 500 Jahre. Im Zuge der Bruttechnologie, wenn Sie darin forschen würden, hätten wir eine Reichweite, die ist bald zu schaffen, das werden die Chinesen bald erreichen. Wir können das um den Faktor 20 strecken. Damit hätten wir eine Reichweite alleine für das jetzige Uran von 10.000 Jahren. Vor 10.000 Jahren war in der neolithischen fing gerade die neolithische Wende an und wir fingen an, sesshaft zu werden. Sie können ganz sicher sein, in 10.000 Jahren wird die Menschen andere Energieformen vielleicht haben, aber sie werden definitiv nicht mit Windmühlen und Photovoltaikanlagen ihre Umwelt verschandeln.